Cannstatt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Der Lockdown in der Bundesliga und in der zweiten Liga hält weiter an. Das ist für uns Grund genug, weiter darüber zu diskutieren und auch mal wieder ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Zum Beispiel mit Blick auf den Handball, der ja seine Bundesliga-Saison abgebrochen hat. Und da haben wir einen der bedeutendsten Protagonisten der Handball-Bundesliga der letzten Jahre, möchte ich fast sagen. Zumindest was hier die Region Stuttgart betrifft. Manuel Späth ist bei uns zu Gast heute im Podcast. Grüß dich, Manu. Ja, hallo zusammen. Hi. Schön, dass es geklappt hat. Wo erwischen wir dich gerade? Auch zu Hause irgendwie beim Käffchen, oder? Ja, so ist es tatsächlich. Also ich habe meine drei Mädels jetzt mal losgeschickt, dass ich hier in Ruhe mit euch quatschen kann. Habe mir noch einen Kaffee gemacht und mich jetzt ganz gemütlich ins Büro gesetzt. Also ich bin bereit für ein schönes Pläuschchen mit euch. Wunderbar. Philipp, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja auch noch ein bisschen so im Standby diese Woche, ne? Bist du einigermaßen wieder hochgefahren, oder? Nee, das ist ich verbringe meine Zeit im Garten oder in der Küche. Aktuell wartet im Nebenraum ein Bärlauch-Walnuss-Vollkornbrot auf sein Verbacken werden. Und ja, ich versuche mir einfach die Zeit zu vertreiben. Ich habe frei und wollte mir aber die Gelegenheit nicht entgehen lassen, heute hier mit aufzunehmen. Allein schon, weil ich ja weiß aus unserer ersten Aufnahme, die wir mit Manu hatten, dass es sehr launig werden kann. Insofern habe ich relativ große Erwartungen an die Nummer hier heute. Und der Manu ist ja, wie man vielleicht der ein oder andere, der ihn in seinen sozialen Netzwerken verfolgt, diese Woche schon mehrfach on air gewesen mit dem Kollegen Zimmermann im Montalk auf Instagram und bei der Filterwelle und. Also Manu, du bist ja eigentlich warm, oder? Ja, sozusagen. Ja, doch. Je nachdem jetzt die Saison komplett abgebrochen wurde, kamen natürlich nochmal so einige Themen auf und ja, war eine nette Abwechslung jetzt zum ansonsten eher, ja, wie soll man sagen, gemütlichen Alltag. Viel mit Familie und natürlich nebenher fit halten, aber da ist das eine nette Abwechslung, mal zwischendrin wieder mit ein paar Leuten über den Sport zu quatschen. Ist das wirklich noch fit halten oder ist das abtrainieren? Ja gut, es ist tatsächlich doch schon noch fit halten. Man muss jetzt natürlich schauen, man hat kein so ein richtiges Ziel vor Augen, weil man nicht genau weiß, wie es insgesamt weitergeht. Bei mir persönlich ist jetzt natürlich auch noch die Situation so, dass ich aktuell für die nächste Saison noch keinen Verein habe. Ich habe zwar bin mit einigen Vereinen in guten Gesprächen, aber aufgrund der aktuellen Lage zieht sich das auch noch ein bisschen hin. Ja, deswegen fix ist, dass meine Bundesliga-Zeit nach 14 Jahren höchstwahrscheinlich zu Ende ist und ich nochmal ein neues Abenteuer wagen werde. Also meine Tendenz geht dahin, tatsächlich nochmal ins Ausland zu gehen, nochmal was ganz Neues zu machen. Das war schon immer ein Traum von mir. Und dementsprechend hat man natürlich schon Ansporn, sich jetzt nicht abzutrainieren, sondern schon weiter fit zu bleiben, auch wenn es natürlich ziemlich ungewiss ist, wann dann letztlich wieder wirklich Handball betrieben werden kann. Ja, da waren ein paar ganz schöne Scheiben auf der Langhantel beim Kreuzheben, habe ich gesehen. Ja, ja genau. Nee, man muss ja schon, wenn man es gewohnt ist, tagtäglich Sport zu treiben, meistens sogar zweimal am Tag, dann funktioniert das auch nicht ohne. Also da könnte da meine Familie fragen, wenn ich da nicht regelmäßig Sport mache, dann werde ich auch ein bisschen ungemütlich und unruhig. Und deswegen ist für alle Beteiligten besser, wenn ich regelmäßig Sport treibe. Hast du denn mit Blick auf die zukünftigen Pläne schon was im Auge, auch wenn die Situation gerade sehr, sehr in der Schwebe ist, aber wenn du das Ausland ansprichst, gibt es da irgendwelche Punkte in der Landkarte, wo du schon so hinschielst, wie das dann weitergehen könnte? Man muss ja jetzt kein Prophet sein. Es gibt im Handball jetzt auch nicht so viele Länder, wo man professionell Handball spielen kann und wo nebenher ein bisschen Geld verdient werden kann und wo man auch noch schön leben kann. Also da kommen ein paar Länder in Frage und da laufen auch die Gespräche, aber konkret kann ich da tatsächlich jetzt noch nichts sagen. Es muss bei uns halt jetzt als kleine Familie, muss es auch für alle passen, sowohl für mich sportlich als auch dann privat, soll es ein schöner Fleck zum Leben sein. Und da laufen aktuell die Gespräche, sieht auch tatsächlich ganz gut aus, aber ja, genaueres kann ich da derzeit noch nicht sagen, aber ich bin schon optimistisch, dass sich da in naher Zukunft was ergeben wird und wir tatsächlich nochmal uns den kleinen Traum dann von einem Auslandsaufenthalt nochmal erfüllen können. Das hört sich doch gut an. Ich sehe schon, Philipp, übrigens dann die nächste Folge mit Manu Späth irgendwo aus
Spanien zugeschaltet oder vom Balaton in Ungarn oder so. Aber das, nur, wenn wir hinfliegen. Ganz interessant. Nein, interessant, das ist doch wirklich gut. Das heißt, du hast trotz der Situation, wie sie jetzt auch gerade in der Handball-Bundesliga ist, doch zumindest doch schon deutlichere Perspektiven. Wir haben dich ja heute hier vor allem in unsere Folge geholt, um ja so ein bisschen das auszudiskutieren, was Philipp und ich schon seit Wochen im Zwiegespräch immer so ein bisschen hatten. Also wir haben die Folge mal so ein bisschen unter das Thema gelegt, ist der Fußball eine Extrawurst und wenn ja, wie und inwieweit? Und das ist ja das, was Kapitän Marc-Oliver Kempf des VfB Stuttgart immer wieder angesprochen hat, auch letzte Woche gesagt, wir wollen eigentlich keine Extrawurst sein und trotzdem entwickelt sich auch in der Gesellschaft so ein bisschen der Eindruck, der Fußball ist da ein bisschen, hat dann ein bisschen imponierte Stellung im Vergleich zu anderen Sportarten und gerade du als Handballprofi, der ja jetzt mitbekommen hat, dass die Saison abgebrochen wurde, kannst da bestimmt so ein bisschen den Spagat hinkriegen, zumal du ja, und das können wir, glaube ich, ja verraten an der Stelle, auch ein großes Herz für den VfB Stuttgart hast. Du bist kann man sagen, Fan seit der Kindheit, oder? Du verfolgst ja den Verein auch sehr akribisch. Ja, also das kann man durchaus sagen. Ich meine, ich bin hier aufgewachsen, mein ganzes Leben hier verbracht. Da kommt man natürlich zwangsläufig als kleiner Kind auch in Kontakt mit dem VfB und ich bin immer an dem Verein hängen geblieben und bin großer Fan und verfolge es natürlich alles regelmäßig, natürlich zeitlich bedingt die letzten Jahre nicht mehr ganz so oft live im Stadion, aber doch hin und wieder auch. Und war dann vor allem zu den Zeiten auch noch, als der Gente noch hier war, mit dem ich regelmäßig Kontakt hatte, noch öfters im Stadion. Aber nach wie vor, wenn es die Zeit zulässt und wir keine Spiele parallel haben, schaue ich mir auch immer noch jetzt gern die Spiele an. Ja. Hast du noch Kontakt zu Christian Gentner, der gerade in Berlin weilt? Wir sind beide natürlich mit Sport und Familien stark eingebunden, deswegen ist der Kontakt geringer geworden, aber er war tatsächlich, als ich mit der Filztalwelle das Interview hatte vor ein paar Tagen, war auch ein Einspieler von ihm über die Filztalwelle. Das macht mittlerweile der Holger Laser, der ja allen VfB-Fans auch bestens bekannt sein sollte. Als Stadionsprecher, genau. Genau, und der hat natürlich auch einen guten Kontakt zum Gente und dann wurde der mit einem kleinen Einspieler da dazugeholt. Also das war ganz nett und er hat auch ein paar nette Worte an mich losgelassen. Deswegen, hatten wir erst kürzlich Kontakt, genau. Du hattest ja auch mir jetzt unter der Woche, das kann man verraten, ein paar Bilder geschickt. Ich habe dich gefragt, kannst du mir mal ein bisschen was zukommen lassen? Vielleicht sieht man dich irgendwie im VfB-Trikot und da haben uns ganz spektakuläre Bilder erreicht. Die werden wir auch über unsere sozialen Kanäle beziehungsweise auch SDZ, STN euch auch da draußen zur Verfügung stellen. Du hast mitgemacht bei einem Kick im VfB-Trikot, da ging es um die Reha-Welt, ne? Mit vielen Prominenten an deiner Seite. Wie kam es dazu? Genau, vor 3 Jahren war das, glaube ich, da hatte VfB-Reha-Welt ihr 10-jähriges Jubiläum und ich habe ja tatsächlich in meiner Karriere eigentlich nie größere Verletzungen gehabt und somit auch kein Spiel in meiner Zeit verpasst in der Handball-Bundesliga aufgrund einer Verletzung, nur bei der Geburt meiner beiden Töchter. Aber einmal habe ich mich im letzten Spiel der Saison tatsächlich am Innenband ein bisschen verletzt und war daraufhin dann über die Sommerpause in der Reha-Welt. Also nicht wirklich lang, aber irgendwie hatten wir dann doch nach wie vor noch Kontakt und als das Jubiläumsspiel anstand, hat sich's irgendwie ergeben, ob ich da nicht mitkicken möchte, weil sich wahrscheinlich rumgesprochen hat, dass ich bei uns im Handballtraining regelmäßig Knips. haben sie noch einen guten Stürmer gebraucht und da habe ich mich natürlich gefreut und gerne die Kickschuhe geschnürt. Das unter anderem mit Maurizio Gaudino zusammengespielt, ne? Ja, da waren einige Legenden dabei. Ja, doch. Also es war natürlich eine große Ehre, weil ich glaube, ich war der einzige Nicht-Fußballer, der mitgekickt hat. Aber ich würde mal behaupten, es ist keinem groß aufgefallen. Also noch kannst du dir das überlegen. Vielleicht braucht der VfB demnächst mal noch mal einen Angreifer. Also einen, der vorne steht, die Dinger reinhaut. Ich habe immer gehofft, dass der Mario ein bisschen früher seine Karriere beendet. Dann wäre das so meine Position gewesen. Aber ja. Ja, vorne reinsteht, angeschossen werden und irgendwie geht die Kugel dann schon rein. Ja, genau. Ja, gut, aber ich sag immer, egal was man dann sagt über manche Stürmer, wo es vielleicht so wirkt, solange sie ihre Tore machen und richtig stehen, haben sie ihren Job erfüllt und alles gut gemacht. Ja, das ist richtig. Da merkt man aber auch so ein bisschen, dass da ein Kreisläufer mit uns spricht. Ne? Das ist natürlich auch, ich will jetzt auch nicht sagen,
die stehen nur vorne und knipsen, aber das ist so, du machst ja da sehr, sehr viel Arbeit rund am Kreis, aber bist so ein bisschen derjenige, der hier ein bisschen, die sich die Position erarbeiten muss, um dann am Ende im Idealfall vorne die Dinger reinzudrücken oder halt hinten in der Abwehr. Hab mir tatsächlich noch nie so genau Gedanken drüber gemacht, aber ist eigentlich schon ein bisschen vergleichbar mit dem Mittelstürmer. Also man muss da auch schauen, dass man eben in einer guten Position ist, ist dann aber trotz allem auch angewiesen auf gute Pässe. Also ja, kann man schon, muss dann die Dinger halt verwerten. Also ja, schon ein bisschen Parallelen, ja, stimmt eigentlich. Wir quatschen mal so ein bisschen, Philipp, an der Stelle vielleicht nochmal über den Status quo. Das, was wir so ein bisschen so, das kleine Update, das wir haben. Die DFL mit Blick auf die Fortsetzung des Spielbetriebs hat jetzt verlautbart, sie sei bereit für den Tag X, so hat es Christian Seifert genannt, und den Spielball sozusagen an die Politik weitergegeben. Die ist am Zug. An diesem Donnerstag soll es Verhandlungen geben. Angela Merkel setzt sich zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder und dann soll möglichst eine Art Fahrplan feststehen, wann und wie es dann weitergehen soll. Philipp, wie hast du die Ereignisse wahrgenommen? Bleibst du bei deinem Standpunkt, dass das eigentlich alles Bullcrap, wie du sagen würdest, und das wird sowieso nicht durchzuhalten sein? Ja, ich würde es tatsächlich, also ja, warum soll ich meine Meinung ändern? Also ich halte es weiterhin für die klassische Extrawurst. Natürlich sind die, sage ich mal, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegeben, ja, die halt diesen Druck quasi machen. Aber man sieht in anderen Ländern, Frankreich steht kurz davor abzubrechen, Niederlande hat abgebrochen, aus Belgien hört man ähnliche Signale. Also es scheint halt doch möglich zu sein, und ich finde, diese Panikmache, die man von manchen Leuten hört, wie von wegen, wenn wir das jetzt nicht zu Ende bringen, dann wird die Bundesliga in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das ist ja für mich immer noch nicht dann gerechtfertigt, quasi eine Extrawurst zu braten und diese Sonderrolle da einzunehmen. Ist natürlich schwierig jetzt für uns, weil wir, wie gesagt, Mittwoch aufnehmen und Donnerstag die vielen Entscheidungen fallen werden oder zumindest ein weiterer Fingerzeig. Ich persönlich mache mich tatsächlich für diesen Tag X bereit. Bin wie gesagt jetzt gerade im Urlaub, um dann, sagen wir, Mitte Mai und den Juni Vollgas arbeiten zu können. Denn ich gehe davon aus, dass gegen spätestens Ende Mai, wenn man jetzt sagt, die Mannschaften brauchen vielleicht noch 2 Wochen, wo sie wirklich im Teamtraining und nicht mehr in diesen Kleingruppen arbeiten können, sondern wirklich Fußball spielen mit Kontakt, mit allem, was dazugehört, dann sollte man, glaube ich, für alle die gleichen Bedingungen schaffen. Dann sind das mindestens, schätze ich mal, 2 Wochen klassisches Mannschaftstraining. Und dann denke mal, Ende Mai wird es weitergehen. Ja, ob wir das gut finden oder nicht, ist dann sekundär im Endeffekt. Und die werden das durchziehen. Da bin ich mir mittlerweile leider auch sicher. Manu, wie nimmst du die ganze Gemengelage wahr? Also das, was da an Nachrichten kommt, die Pressekonferenzen mit Christian Seifert, das, was da so ein bisschen ständig in der Schwebe ist, Philipp hat es gerade angesprochen, es ist eigentlich davon auszugehen, dass es dann zumindest irgendwann versucht wird wieder. Gerade du als Handballprofi, nimmt man das mit Befremden wahr oder wie reagierst du auf diese ganzen Entwicklungen? Nee, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen zwiegespalten. Also klar, zum einen, man hat ja im Handball auch noch ein paar Szenarien durchgesponnen, wie man vielleicht doch noch zum Ende hin die Runde fertig spielen kann, indem man vielleicht an einem Ort in wenigen Tagen mehrere Spiele macht, so Art Turnierform oder wie auch immer. Also da gab es verschiedene Überlegungen. Letztlich ist man aber beim Handball zum Entschluss gekommen, dass das auch rein wirtschaftlich gar keinen Sinn macht, weil in dem Moment, wir sind jetzt momentan auch in Kurzarbeit, würde dem Verein die Zuschüsse wegbrechen, wenn wir dann wieder das Training aufnehmen würden und Spielbetrieb, und demgegenüber hätten wir ohne Zuschauereinnahmen nur die geringen Fernsehgelder, und das macht beim Handball einfach keinen Sinn. Also allein schon aus wirtschaftlicher Sicht wäre das undenkbar gewesen für den Handball. Und sportlich weiß ich auch nicht, ob das dann ja noch so reizvoll gewesen wäre, nach 6 Wochen ohne Handballtraining dann irgendwie auf einmal wieder zu spielen. Aber klar, man muss jetzt auch sehen, Fußball hat immer einen anderen Stellenwert als viele Sportarten bei uns. Das kann man jetzt so oder so sehen, aber es ist einfach bei uns die Sportart Nummer 1, was das Interesse auch angeht.
Und ja, ich meine, jeder sehnt sich momentan so ein bisschen nach auch Live-Sport oder aktuellen Nachrichten. Jeder verfolgt zwar gern auch mal ältere Spiele, die jetzt alle wieder vorgeholt werden, Real-Life-Spiele, die man sich anschauen kann. Aber es fehlt natürlich schon aktuell der Live-Sport. Und ja, jeder sehnt sich auch ein bisschen nach Normalität. Und vielleicht wäre das so ein kleiner Schritt zurück, wenn zumindest die Fußballer wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Allerdings sehe ich es natürlich in der aktuellen Situation schon so, dass es Wichtigeres gibt als ein Fußball. Das ist ganz klar. Die Gesundheit muss an erster Stelle stehen und alles andere kommt danach. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht komplett in der Materie drin. Wenn man es irgendwie gewährleisten kann, dass die Jungs irgendwie da abgeschottet sind von allen anderen, keine Ansteckungsgefahr besteht, sie mit ihren Tests, die sie mit Sicherheit brauchen werden, um da alles sicherzustellen, niemand anderen die Tests wegnehmen etc., weiß ich nicht, ob man das dann nicht vielleicht sogar machen kann und die Leute, die Zuschauer, die Fans, alle Sportinteressierten dann zumindest mal wieder einen Live-Sport zu sehen bekommen. Allerdings als Sportler natürlich gehört zum Spielen auch immer die Zuschauer, gehört es drumherum und ich glaube, es wäre auch nicht die Fußballspiele, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Also. Ja, das wird sicher eine große Umgewöhnung. Ja, ich fände, also ich kann Manus Argumentation natürlich nachvollziehen. Ich finde halt, es wäre zumindest angebracht, wenn die, sag ich mal, Entscheider, die großen Namen in der Branche, nicht ständig davon reden, wir wollen den Leuten ein Stück weit Normalität zurückgeben und irgendwie, das wäre wichtig fürs Volk, ja, wenn man einfach das Kind beim Namen nennen würde, nämlich es geht schlicht und ausschließlich um finanzielle, wirtschaftliche Interessen, Punkt. Die müssen das fertig spielen, weil sie eben vertraglich gebunden sind, entsprechende Partner haben, weil es da um Unsummen geht. Ja, das, und wenn man das klar benennen würde und nicht anfangen, dann noch von irgendwelchen Moralgeschichten anzufangen, wir haben eine soziale Verantwortung, pipapo, dann hört doch einfach mal auf, das nennt das Kind beim Namen, es geht um die Kohle, dann wäre es, glaube ich, für alle einfacher, wenn da ein offenes Wort gesprochen werden würde. Ja, und dann nicht noch so ganz kurz nochmal, nicht so, dann kommen jetzt hier noch so Leute wie Rainer Wendt und sowas um die Ecke geschissen, die meinen, wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht zu irgendwelchen komischen Fanversammlungen vor Stadien kommt und was weiß ich nicht alles. Also ich bitte euch, bringt es irgendwie zu Ende, weil er sagt, okay, wir müssen das halt machen wegen den Gegebenheiten wirtschaftlicher Natur und fertig. Das muss man einfach das Kind beim Namen nennen. Das passiert mir zu wenig, ehrlich gesagt. Ja, also das glaube ich schon auch, dass die Leute es tatsächlich auch noch 2, 3 weitere Monate ohne Fußball aushalten würden. Das glaube ich auch. Also da natürlich spielt da die finanzielle Komponente eine Riesenrolle. Das ist ganz klar. Das ist auch der einzige Grund, warum jetzt, oder nicht der einzige, aber das ist auch ein Grund, warum es zum Beispiel beim Handball keinen Sinn macht. Aber klar, beim Fußball sind ganz andere Gelder im Spiel, ganz andere Summen an Fernsehgelder, wo es sich natürlich für die Vereine schon rentiert, wenn die wieder spielen würden, auch ohne Zuschauer. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich glaube, natürlich spielt das eine ganz große Rolle. Was natürlich aber auch, was jetzt auch immer wieder aufkam und was mich schon auch verwundert, dass die ersten Vereine, selbst im Fußball, wo solches Gelder im Spiel sind, nach 2, 3 Wochen, wo der quasi Lockdown schon ernsthaft Geldprobleme haben. Also da fragt man sich schon, wie die Vereine da teilweise wirtschaften. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und die eine Sache ist sozusagen die Perspektive, die du, Philipp, gerade angesprochen hast, also sozusagen die DFL-interne, externe Perspektive. Was ist denen eigentlich wichtig? Worum geht's denen eigentlich? Ich finde diese Fan-Perspektive auch ganz interessant, die Manu vorher ein bisschen angerissen hat. Da gibt's zum einen, klar, wir haben das mittlerweile auch gesehen, die Gruppierung Unsere Kurve, die sagt, die das kategorisch ablehnen, die sagen, wollt ihr uns eigentlich völlig verarschen. Wir sind ganz klar gegen die Fortsetzung. Ich kenne aber auch Stimmen so auf meinem Umfeld, also Fußballfans, die einfach sich so, das ist das, was Manu vorher ein bisschen angesprochen hat, vielleicht auch einfach so ein bisschen wieder danach sehen, einfach mal so ein bisschen dieses Erlebnis, zwar am Wochenende den Kick zu schauen, ob der jetzt vor 50.000 stattfindet oder nicht, einfach so ein bisschen für das Seelenheil. Ich glaube, es gibt schon noch einige Fans, die das gut finden würden, aber im Kern ist es halt so, wie du gesagt hast, es geht halt doch eigentlich nur ums Geld und nicht um den Konsumenten. Ja, und man muss ja schon festhalten, dass die Spiele ohne Zuschauer, also es gab ja schon kurz bevor dem
vor dem richtigen Lockdown gab es ja schon Spiele ohne Zuschauer. Und wenn man diese, also ich muss zugeben, ich konnte sie mir eigentlich nicht anschauen, weil da hat einfach was gefehlt. Also das war zwar ein Fußballspiel, aber es war nicht so ein Spiel. Also man schaut ja auch Sport oder Live-Sport auch wegen der Atmosphäre und allem drum und dran. Und wenn das nicht gegeben ist, ich weiß nicht, ob das hat dann irgendwie so Testspielcharakter und also ist nicht vielleicht mal, glaube ich. Ja, vielleicht nicht mal das. Das ist vielleicht mal nett, ein so ein Spiel zu sehen, aber ja, ob das jetzt wirklich so einen Mehrwert darstellt in Summe, dann ja, weiß ich auch nicht. So ist es. Und da stelle ich dann auch die Frage nach der sportlichen Relevanz irgendwo. Ja, ich hab heute Morgen beim Teigmachen tatsächlich einen meiner Lieblingspodcasts gehört, Gemischtes Hack. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Jedenfalls hatten die einen ihrer Hörer der ersten Stunde zu Gast. Und zwar Weltmeister und aktuell Dortmund Abwehrspieler Mats Hummels. Und da haben die auch drüber gesprochen. Und der hat eben gesagt, also, dass bei Spielen, bei solchen Geisterspielen, da ist ja selbst weniger los als beim 0815 Vorbereitungsspiel in der Sommerpause gegen irgendwie Alemannia Hintertupfing. Und dann stellt er halt auch die Frage, und ich sehe es ganz wirklich ähnlich, deswegen wiederhole ich es jetzt quasi, dass du hast als Sportler, da kann der Manu vielleicht auch nochmal einen Einblick geben, du brauchst diese Komponente, volle Hütte, elektrisierende Stimmung, laut, Lärm, viele Menschen, um einfach dich auf ein Level zu fahren, auf hoch zu kommen, dass du deine Leistung abrufen kannst. Entschuldigung, wenn das fehlt, glaube ich halt auch, dass, sage ich jetzt mal, diese Komponente sportlicher Charakter irgendwo, also, fehlen wird, ja, und dann dadurch kann sich halt auch dann was verschieben, tabellarisch gesehen, weil Mannschaften es einfach nicht schaffen, sich irgendwie auf ein Level zu bringen, um dann wirklich leistungsfähig zu sein. Also ich halte das eher für hinderlich. Ich muss gerade witzigerweise an die vergangene Handball-Europameisterschaft denken. Und wer sich daran noch erinnert, da hat die deutsche Mannschaft ja erst in Trondheim gespielt und dann in Wien. Gutes Beispiel. Und während in Trondheim so ein bisschen eher wenig los war in der Halle und die Mannschaft dann auch hinterher gesagt, wir konnten uns auch nicht richtig hochbringen von der Leistung, war das in Wien pickepackevolles Ding, irgendwie 10.000 deutsche Kroaten und sonst wie in der Halle, die dafür richtig Stimmung gesorgt haben, wo dann auch die Spieler und das Trainerteam hinterher gesagt haben, das war für uns irgendwie eine andere Welt hier und das ist für uns hier gar kein Problem gewesen, uns zu motivieren. Manu, kannst du das bestätigen? Hast du schon mal irgendwie sowas wie ein Geisterspiel irgendwie gehabt, dass du quasi vor leeren Rängen ein Pflichtspiel bestritten hast? Ein Pflichtspiel jetzt tatsächlich nicht. Man hat natürlich hin und wieder mal Trainingsspiele und ja, es ist definitiv Fakt, dass man natürlich, um jetzt wirklich seine maximale Leistung oder sein maximales Leistungspotenzial abrufen kann, braucht man diese gewisse Atmosphäre, Anspannung, auch um da emotional einfach auf einem Top-Niveau zu sein, braucht man auch die Zuschauer und das Ganze drumherum. Also das gehört, wenn man es gewohnt ist, gehört es einfach dazu. Also jeder, der schon mal Sport gemacht hat, irgendwie, wenn so die allgemeine, und das meine ich auch in tieferen Klassen, also man merkt ja eben oft, wenn ein wichtiges Spiel ist, wenn doch nochmal vielleicht der ein oder andere Zuschauer mehr da ist, ein bisschen bessere Stimmung nochmal ist, also dann kann man auch noch näher an seine Leistungsgrenze oder vielleicht darüber hinaus schon sogar mal dann kommen. Also, und ich glaube, das ist alles nicht möglich, wenn keine Zuschauer live im Stadion sind. Also dann kann man vielleicht gibt es mal auch ein gutes Spiel, aber nicht auf dem Niveau, wie es mit Zuschauer wäre. Und man merkt es ja auch immer wieder in Finalspielen, dass da dann doch nochmal irgendwas Besonderes passiert oder Spiele über sich hinauswachsen, wenn die Atmosphäre entsprechend ist. Also ja. Da kann ich noch gut, wirklich sehr gut nachempfinden zu meiner aktiven Amateurfußballkarriere. Ich wurde auch immer erst richtig gut, wenn der Rentner draußen mit dem Schirm gefuchtelt hat, kurz davor war, seinen Waldi von der Leine zu lassen und geschrien hat, Schiri, der Dreier hat schon gelb. Erst dann war bei mir so, waren alle Lampen an und dann ging es erst richtig ab. Ja, also das ist, brauchst du einfach, ganz ehrlich. Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen auf diesen Quervergleich gehen, wenn wir dich schon da haben, Manu, Handball, Fußball, einfach mal, um das mal ein bisschen versuchen zu veranschaulichen. Wir haben ja das schon durchexerziert, Philipp und ich, im Profifußball, erste, zweite Liga fließen deutlich mehr TV-Gelder, da sind sozusagen Geisterspiele noch rentabel, im Handball ist das absolut nicht möglich. Jetzt hat, aber trotzdem, ich weiß nicht, du kennst natürlich die Bilanzen nicht, Manu, aber die Handball-Bundesliga hat jetzt auch einen Vertrag mit Sky abgeschlossen. Ist diese
Diskrepanz so elementar, dass es absolut nicht möglich ist, sozusagen auch da das Ding irgendwie fortzusetzen. Das ist immer noch ein Unterschied wie Tag und Nacht wahrscheinlich. Ja, also prinzipiell tue ich mich immer ein bisschen schwer mit dem Vergleich von Sportarten, weil ich denke, ja, das sollte man nicht zu viel machen und auch irgendwie ein Stück weit außen vor lassen. Jede Sportart hat seinen eigenen Reiz und seine ja, andere Stärken, Schwächen, wie auch immer. Aber klar, in diesem speziellen Fall jetzt natürlich, wenn man auch drüber spricht, muss man es ein Stück weit vergleichen. Und da ist es schon Fakt, also dass, wenn man dann teilweise die Summen hört, die da beim Fußball im Spiel sind, was die Fernsehgelder betrifft, dass das wirklich nur ein Bruchteil beim Handball dessen ist, was da beim Fußball für Gelder fließen. Also das ist 0,0 vergleichbar. Der Handball ist im Endeffekt froh, dass sie diese Plattform mit Sky haben, wo man die Spiele ja alle live verfolgen kann. Also da ist man einfach schon froh drüber, dass man da diese Präsenz hat. Und die Gelder, die da nebenher fließen, sind quasi noch so ein kleines Beibrot, würde ich es mal nennen. Also das ist wirklich nicht der Rede wert. Und für die Vereine ja war das eigentlich von Anfang an klar, dass es rein wegen der Fernsehgelder keinen Sinn machen würde. Weil man dem gegenübergestellt, wie schon angesprochen, würde man auf die Zuschüsse des Staats verzichten bezüglich Kurzarbeitergeld. Man hätte die Zuschauereinnahmen nicht, also und es allein die Zuschauer, also der Handball lebt eigentlich von Zuschauereinnahmen und Sponsoring. Und da ist wirklich Fernsehen nur ein Bruchteil der Etats. Von dem her macht es beim Handball einfach keinen Sinn, diese Geisterspiele. Das heißt, dir war das, wenn ich das richtig deute, schon recht früh irgendwann klar, oder es deutete sich an, dass die Saison abgebrochen werden würde. Wie hat man euch da als Spieler auch auf dem Laufenden gehalten? Bist du da immer auf Stand gewesen oder wie lief das ab? Ja, also die Geschäftsführer hatten da regelmäßig Videokonferenzen, wo sie sich natürlich ausgetauscht haben, auch über den Stand bei den verschiedenen Bundesligisten und hatten dann schon ein paar Szenarien im Kopf, wie man vielleicht klar wäre aus, wir machen immer noch einen Sport und da möchte man natürlich auch ein sportlich faires Ende der Saison. Also das stand eher beim Handball so im Vordergrund, dass man die Saison dann sportlich fair beendet, um da einfach auch feststellen zu können, wer Meister ist, wer Absteiger ist etc., wer die Europapokalplätze belegt. Also man wollte, wenn dann, bei diesen Szenarien ging es eigentlich einzig und allein darum, dass man die Saison sportlich zu Ende bringen kann und ein faires Ergebnis am Ende hat. Das war der einzige Grund, warum man überlegt hatte, weiter zu spielen und die Entscheidung dann doch noch so ein bisschen vor sich hingeschoben hat, weil man gehofft hat, dass es sich vielleicht irgendwann ein bisschen wieder lockert und muss doch noch durchführen kann. Aber eigentlich war für mich relativ früh klar, so wie jetzt die allgemeine Situation ist, dass es aus gesundheitlicher Sicht oder ja aus vielen anderen Dingen jetzt keinen Sinn macht, die Saison noch weiter fortzuführen und eigentlich nur ein Abbruch in Frage kam. Hättest du dir eigentlich rein sportlich gesehen das schon anders gewünscht, nehme ich an, oder? Wenn man jetzt sagt, ich verlasse die Liga nach weit über einer Dekade, dann wäre es natürlich schon schön gewesen zu sagen, ich habe hier vielleicht nochmal ein Abschiedsspiel für meinen Club in unserer Halle und so weiter. Ist ja logisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, seitdem, also es war Ende letzten Jahres, wo dann feststand, dass ich beim TVB Stuttgart keinen neuen Vertrag mehr bekomme. Da hat man natürlich dann schon sich innerlich so gedacht, ja, okay, jetzt habe ich nochmal eine Rückrunde, um mich quasi so vielleicht von der Handball-Bundesliga zu verabschieden. Also das hat man dann schon wahrgenommen, hat auch die Spiele jetzt bis dato schon vielleicht nochmal anders wahrgenommen für sich, weil man wusste, dass es vielleicht die letzten Bundesligaspiele sind. Aber natürlich hat man die letzten, jetzt muss ich überlegen, 7 Spiele, die es noch gewesen wäre, natürlich auch noch im Kopf gehabt. Also man hat ja jetzt nicht bei dem letzten Spiel gegen Magdeburg bei uns damit gerechnet, dass es jetzt wirklich das allerletzte Spiel ist. Also man hat ja natürlich schon noch gehofft, dass man sich nochmal bei dem letzten Spiel zu Hause von den eigenen Fans verabschieden kann. Dann wäre mein allerletztes Spiel in Flensburg gewesen, was für einen Handballer nochmal ein richtig geiles Spiel ist, weil da ja eine Wahnsinnsstimmung herrscht, immer ausverkauft. Also das ist nochmal ein richtig cooles Spiel zum Abschluss. Und die Spiele sind jetzt leider weggefallen, aber man kann es nicht ändern. Also wir hatten davor schon zum Glück noch 2 Derbys in der vollen Porsche Arena, die ich noch mitmachen durfte, auch beide Spiele gewonnen. Das waren dann natürlich auch nochmal 2 Highlights, die dann auch zum Glück noch nah in der in der Erinnerung bleiben. Okay. Jetzt ist es so, dass, korrigier mich, falls ich daneben liege, aber es wurde ja nach Abbruch der Bundesliga-Saison diese Quotientenregelung genommen. Das heißt, weil es in der Handball-Bundesliga eben oft so ist, dass die eine Mannschaft deutlich mehr Spiele bestritten hat als die andere.
und dann sozusagen ein Quotient errechnet wird aus Plus- und Minuspunkten und ihr seid mit dem TVB am Ende auf Platz 12 in der Endabrechnung? Genau. Ja, ist das sozusagen das, wo du mit meinem Blick zum Saisonbeginn, wo ihr gesagt hättet, ja, das ist okay, das ist zufriedenstellend? Oder war die Tendenz schon eher so ein bisschen, dass ihr eigentlich wieder einen Tick weiter nach oben zumindest schielen wollte zuletzt? Nee, also jetzt, wenn man es jetzt mal rein das sportliche Ergebnis nimmt, ist es tatsächlich sehr, sehr gut für uns. Also das ist die beste Platzierung, die der TVB Stuttgart jemals hatte in der ersten Liga nach dem Aufstieg vor 4 Jahren. Und somit, also wir können sehr zufrieden sein. Wir hatten vor der Saison einen riesen Umbruch, haben 7 neue Spieler bekommen. Ich glaube, 5 davon haben noch nie in der Bundesliga gespielt, sprich sind aus dem Ausland gekommen. Also die haben ihre Zeit gebraucht. Dementsprechend sind wir auch sehr schlecht in die Runde gestartet und haben quasi erst mit Beginn der Rückrunde so richtig Fuß fassen können. Und dementsprechend sind wir, also der Tabellenplatz letztlich ist sehr, sehr gut. Natürlich hätten wir es lieber gern dann mit einer fertig gespielten Saison gehabt. Aber ja, jetzt ist es so und deswegen können wir da trotzdem zufrieden mit sein. Ob jetzt Platz 11, 12, 13, wie auch immer, das ist vielleicht gar nicht mal so entscheidend, sondern was eigentlich so auf lange Sicht euch gelungen ist als Verein, ist, ihr habt den Handball in Stuttgart etabliert. Also ihr habt den Handball nach Stuttgart gebracht. Das ist ja etwas, was man sich lange, lange gewünscht hat. Es gibt auch immer noch die Hochburg in Döppingen, wo du auch lange gespielt hast, EHF-Pokal gewonnen hast und so weiter. Aber das geschafft zu haben, diesen Meilenstein, möchte ich fast sagen, diese Sportart jetzt auch in Stuttgart zu etablieren, die Porsche Arena voll zu machen, das ist, glaube ich, fast noch wichtiger als jetzt irgendwelche Tabellenplätze am Ende, oder? Ja, also ich glaube jetzt aus der Vereinssicht war es natürlich immer auch mit einem Risiko verbunden, aus Bittenfeld, quasi aus dem Heimatort, jetzt in einem kleinen Dorf in die große Stadt zu gehen. Da wusste man natürlich nie genau, wie das angenommen wird von den Leuten, von den Sponsoren etc. Aber ja, die Vereinsverantwortlichen hatten das ja über mehrere Jahre geplant und immer so peu à peu diesen Schritt gewagt und ich denke, jetzt sieht man, dass sie damit richtig lagen, einen richtigen Schritt gemacht haben. Also es wäre undenkbar gewesen, in Wittenfeld in der Bundesliga zu spielen, dann hätte man sich damit abfinden müssen, dass man vielleicht maximal ja zweite oder dritte Liga, die Auflagen werden ja auch immer schwieriger mit den Hallen etc., also wahrscheinlich hätte es für zweite Liga nicht mal mehr gereicht und deswegen war, wenn man diesen sportlichen Weg weitergehen wollte, war das eigentlich alternativlos, dass man da den Schritt nach Stuttgart sucht und den haben sie gut gemeistert und jetzt ist natürlich schon, muss man schon schauen, wenn man da auf lange Sicht natürlich sich etablieren möchte in der Stadt, muss man natürlich auch sportliche Erfolge dann bringen. Man hat natürlich auch viel Konkurrenz mit in allererster Linie, klar, mit dem Fußball, aber es gibt ja auch die Volleyball-Mädels, die da sehr erfolgreich sind etc. Also da muss man dann schon auch sportlich erfolgreich sein, um dann dauerhaft präsent zu sein. Das heißt, auch im Handball sind die Zeiten vorbei, in denen ein TSV Scharnhausen Bundesliga spielen kann. Das muss dann doch so ein bisschen professioneller ablaufen, ne? Ja, also es gibt natürlich in der Bundesliga noch den ein oder anderen Dorfclub, sage ich jetzt mal. Aber die Tendenz geht schon dahin, dass die Vereine immer mehr auch in Städten zu Hause sind. Also ja, es sind halt auch immer mehr Gelder im Spiel. Man braucht die Zuschauer, man braucht große Arenen, um es einfach besser zu vermarkten. Klar, Sky hat da auch gewisse Ansprüche, wie die Hallen aussehen müssen. Also es professionalisiert sich schon auch alles. Also klar, das ist nicht mehr so ganz einfach, dass man jetzt irgendeinen Dorfclub in der Bundesliga spielt, allein schon aus Sicht von der Halle oder der Arena. Ja. Wer hat hier gerade einen Strich gemacht? Ich habe es genau gehört. Irgendeiner hat hier gerade seine Liste abgehakt, Herr Pavlic. Nein, das sind die, das sind meine Euro-Jackpot-Zahlen. Na klar, natürlich, natürlich, natürlich. Ich bin dir vorher ins Wort gefallen, Philipp. Na, ich wollte eigentlich nur wissen, weil der Manuel erzählt hat, er hat 5 Kollegen bekommen, die noch nie Handball-Bundesliga gespielt haben. Und ich wollte einfach nur wissen, ob er die dann auch hoffentlich auf den VfB geimpft hat. Meinst du, jetzt gehst mal die andere Schüssel darüber und guckst dir mal das an, wie das da ausschaut. Ja, sie waren tatsächlich auch das ein oder andere Mal schon im Stadion, also auf jeden Fall. Klar, jetzt, wenn man aus einem ganz anderen Land kommt, ob man jetzt dann direkt Fan wird, weiß ich nicht. Also, ja, logisch, das ist ja logisch. Schwierig, aber die Jungs waren tatsächlich schon im Stadion und muss ja schon sagen, auch, es ist ja immer eine gute Stimmung. Also ich glaube, da kann man sich nicht beklagen als
als Stadiongänger hier in Stuttgart, dass man da keine entsprechende Atmosphäre hat. Spätestens seitdem dann auch noch die Tartanbahn weg ist, ist ja schon die Stimmung also immer gut. Und mich wundert schon auch das ein oder andere Mal, weil die Fans ja tatsächlich nicht so verwöhnt worden sind in den letzten Jahren, was die Leistung angeht, dass die Hütte doch bei jedem Spiel voll ist. Und es ist ja egal, ob Montagabend, Sonntagmittag, wann auch immer, also da muss man schon ja den Fans echten Respekt zollen, dass die da Woche für Woche so in das Stadion strömen. Ja, gibt glaube ich nur wenige Standorte in Deutschland, wo du dir als Spieler, als Club sicher sein kannst, so eine Fanbase hinter dir zu wissen. Ja, das ist de facto so. Christian, wie geht's weiter auf unserem kleinen Themenpaket hier? Was war? Mach mal den nächsten Haken an deine Liste. Komm. Achtung, ja. So, wo waren wir? Wir haben noch so ein bisschen den Blick auf den VfB-Kader. Das ist etwas, das wir auch mal so ein bisschen Blick behalten und beleuchten wollen, vor allem nicht aus den Augen verlieren wollen, ja auch da tut sich immer mal wieder etwas. Besonders spannend ist momentan nicht nur, aber auch aufgrund der aktuellen Situation die Lage rund um die Leihspieler des VfB Stuttgart. Also zum einen sowohl die ausgeliehenen Spieler, aber auf der anderen Seite eben auch die verliehenen Spieler. Und unser Kollege aus der Sportredaktion, Heiko Hinrichsen, der hat sich das mal ganz dezidiert angeschaut und liefert uns jetzt mal einen ausführlichen Blick, wie es denn um die Spieler steht, namentlich ein Erik Tommy, der noch bei Fortuna Düsseldorf ist, oder die Spieler, die hier beim VfB unter Vertrag sind und ausgeliehen, wie ein Pascal Stenzel. Das alles jetzt mal von Heiko Hinrichsen im großen VfB-Leihspieler-Roundup. Querpass, der Kommentar unserer Redaktion. Es ist keine Frage, durch die Corona-Krise ist auch der Transfermarkt in der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga in einen Dornröschenschlaf verfallen. Nur sanfte Zuckungen gibt es da, werden da notiert. Beispielsweise wird seitens des VfB ein Spieler von VVV Venlo, dem niederländischen Erstligisten, gehandelt. Tobias Pachonik ist sein Name. Der spielte 2015 mal kurz für die Stuttgarter Kickers, war damals noch jung, ist heute 25 Jahre alt. Möglich, dass der VfB an ihm interessiert ist als Backup-Lösung für Pascal Stenzel. Reden wir von Pascal Stenzel, da kommen wir eigentlich zum Thema, zum einzigen Thema, was es auf dem Transfermarkt zu beackern gibt. Das sind eigentlich die Leihspieler des VfB. Auf der einen Seite die Spieler, die man selber ausgeliehen hat, und auf der anderen Seite die Spieler, die entliehen worden sind. Da gibt es ein paar interessante Regungen. Drei Spieler hat der VfB seinerseits ausgeliehen. Das ist einmal der Torhüter Gregor Krobel, der Engländer Ned Phillips und dann eben jener Pascal Stenzel vom SC Freiburg. Ein klares Bekenntnis hat Sven Mislintat abgegeben, und zwar lautet das klare Bekenntnis, alle drei sollen gehalten werden, sollen möglichst fest verpflichtet werden. Wobei sich da die Nuancen, wie man das realisieren könnte, unterschiedlich darstellen. Da ist zum einen der Torhüter Kobel, ein auch international gefragter Mann, erst 22 Jahre jung, der noch bis 2021 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht. Und Mislintat weiß auch genau, dass der VfB erstmal aufsteigen muss, um Kobel zu halten. Und auch dann wäre das Rennen noch lange nicht pro VfB gelaufen. Kobel fühlt sich wohl in Stuttgart, das ist kein Geheimnis. Aber Verträge sind einzuhalten. Und wenn Oliver Baumann bei der TSG, der TSG-Torwart, vielleicht das Tor räumen sollte, dann wäre Kobel natürlich auch an die Hoffenheimer gebunden, und dann wäre der VfB auch als künftiger Erstligist zweiter Sieger. Bei Ned Phillips sieht es so aus, dass man sich einig werden könnte. Auch der FC Liverpool favorisiert, den Innenverteidiger nochmal auszuleihen, allerdings für ein weiteres Jahr. Da würde der VfB bestimmt mitmachen. Dann kommen wir noch zu Pascal Stenzel. Da war eigentlich schon alles, es sah danach aus, als wäre alles schon in trockenen Tüchern. Für rund 2,5 Millionen Euro wäre Stenzel dann von Baden nach Württemberg gewechselt. Dann kam Corona. Und jetzt ist alles anders oder zumindest einiges ins Rutschen geraten, weil noch nicht klar ist, ob die Freiburger ihrerseits Stenzel ersetzen werden können. Also die Sache ist erstmal auf Eis gelegt. Dann gibt es ja noch vier Spieler, die der VfB seinerseits entliehen hat. Da haben wir zuerst Erik Tommy im Schnelldurchgang. Er fühlt sich bei Düsseldorf wohl.
3,5 Millionen Euro wäre die Option. Das ist das Geld, was Düsseldorf zahlen müsste, um Tommy an sie fest, an die Fortuna festzubinden. Sehr unwahrscheinlich, dass diese Summe in Zeiten von Corona bezahlt wird. Also erwägt der VfB, mit dem Preis runterzugehen. Da haben wir Anastasios Donis. Hier ist der Fall klar. Wenn Stade Reims aufsteigt, nicht aufsteigt, sondern die Klasse hält. Man ist schon Erstligist in der Champagne. Wenn also Stade Reims Fünfter sind sie gerade, wenn sie eher drinnen bleiben, wonach alles aussieht, dann müssen sie 4 Millionen Euro für Anastasios Donis bezahlen. Und der Grieche wäre bei den Stuttgartern vom Hof. Shadrack Akolo, hier sieht es ein bisschen schwieriger aus. Da hat ebenfalls ein französischer Erstligist zugeschlagen, SC Amiens. Sie haben letzten Sommer 0,5 Millionen 500.000 Euro anbezahlt und jetzt wären weitere 3,5 Millionen Euro festfällig. Das Problem ist, dass Amiens finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Durch Corona weiß man ja auch in Frankreich nicht, wie geht es weiter, wird die Saison zu Ende gespielt. Also sollte der Verein sogar pleite gehen, dann wäre natürlich schwierig, einem nackten Mann in die Tasche zu greifen. Aber offiziell stehen dem VfB noch 3,5 Millionen Euro in der Personalie Shadrack Akolo zu. Und dann bleibt noch als letztes von den ausgeliehenen Spielern der Spanier Pablo Maffeo zu erwähnen, der berühmte Mann, der quer im Stall stand in Stuttgart. Für 10 Millionen Euro hatte ihn Michael Reschke seinerzeit verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. Maffeo spielt aktuell beim spanischen Zweitligisten FC Girona. Und klar ist, wenn der Club aufsteigt, der Club, der den Guardiola-Brüdern Per und Pep zu großen Teilen gehört, dann würden die Spanier 5 Millionen Euro Ablöse an den VfB überweisen für Maffeo. Steigen sie nicht auf, momentan ist man Fünfter, man weiß ja auch nicht, wie es in Spanien weitergeht, dann ist alles noch zu verhandeln, wie es mit Maffeo weitergeht. Klar ist auf jeden Fall, dass der Außenverteidiger nicht mehr nach Stuttgart kommen wird, denn er will allgemein nicht mehr im Ausland spielen. Er hat sozusagen die Schnauze voll von Fußball außerhalb Spaniens. Ja, das war's soweit und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, vielen Dank, Heiko, für diesen ausführlichen Einblick rund um die Leihspieler. Wir haben gerade so ein bisschen diskutiert, ne, und haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. David Kopacz ist ja da auch noch mit dabei, Philipp. Richtig, der junge Pole, der fehlt tatsächlich in Heikos Auflistung. Wahrscheinlich hat er einfach den Traditionsklick Gornik Zabrze einfach nicht so sehr im Blick, wie wir das jetzt gerade hatten, weil als wir den Einspieler gehört haben. Manu Gornik Zabrze, klingelt da irgendwas? Ja, da habe ich tatsächlich, also ich wusste jetzt dann nicht, dass David Kopacz das spielt, aber wir haben da tatsächlich auch schon mal im EHF-Pokal in Polen gespielt, also damit ist zumindest der Name ein Begriff, ja. Ist das dort ähnlich wie beim Fußball in Polen, dass da doch relativ gute Stimmung herrscht auf den Rängen? Ja, so damals kann ich mich erinnern, war jetzt nicht so viele Zuschauer, aber die da sind meistens sehr emotional und sehr, also die verbreiten dann auch tatsächlich eine gute Atmosphäre, was ja öfters mal in solchen Ländern dann der Fall ist, dass die da sind, ja auch sehr, sehr eng mit ihrem Verein verbunden sind und dementsprechend auch eine richtig gute Atmosphäre verbreiten, ja. Was ist denn so das Europapokalspiel, wo du dich am meisten dran erinnerst und sagst, das war eine Atmosphäre, die habe ich bis heute so im Hinterkopf? Also das war tatsächlich damals in Skopje in Mazedonien, weil natürlich Dort einfach so frenetisch sind und ja, teilweise vielleicht dann schon auch asozial, muss man sagen, weil wir da tatsächlich auf dem Spielfeld bespuckt worden sind, etc. Aber man muss schon sagen, von der Stimmung her war es auch richtig gut. Also ich habe sonst nie mehr irgendwo Bengalos in einer Sporthalle erlebt. Also das muss man schon sagen. Die sind da völlig ausgeflippt, die Jungs. Und hier unvorstellbar. Also hier ist es nicht mal im Stadion erlaubt. Dort war es in der Sporthalle. Also es war ein geiles Spiel. Wir sind da auch eine Runde weitergekommen. Aber ja, also teilweise schon, wie gesagt, wenn man dann auf dem Spielfeld, also da war die Tribüne so außenrum quasi leicht versetzt zum Spielfeld, also wie so, da hat man wie so einem Käfig quasi gespielt und dann wurde man echt unten, also zum Glück war ich nicht allzu oft auf der Ersatzbank, weil da wurde man dann regelmäßig von oben bespuckt, also das war dann nicht mehr ganz so schön. Ja. Das tatsächlich wirklich asozial, sowas geht nicht. Aber das alles andere, was auf den Rängen da mit den berühmten Seenotfackeln, das ist dann die
die legendäre südländische Stimmung, die man früher im von den Fernsehkommentatoren auch immer wieder gehört hat, ehe es dann nicht mehr so ganz en vogue war in Deutschland durch die Gesamtentwicklung. Ich kann mich auch noch an ein Spiel erinnern, wo Pyrotechnik in der Halle gezündet wurde. Und zwar war das, das ist auch schon ein paar Jahre her, beim Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen, als Dinamo Zagreb mit dem heutigen Hoffenheim-Stürmer Andrej Kramaric vorne drin und Trainer Zvonimir Soldo da aufgelaufen ist und auch halbwegs gut performt hat. Und da haben dann die kroatischen Fans in der Halle in Sindelfingen im Glaspalast auch mal die ein oder andere Fackel angerissen, um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen sozusagen. Ja, das ist schon speziell. Ja, vermutlich irgendein Flutlichtausfall, der da irgendwie kompensiert wird. Ja, genau. Ja, so gefährlich es ist, tatsächlich, aber schön ist natürlich schon immer, wenn man es dann sieht. Aber klar, dass es irgendwie verboten ist, aus Sicherheitsgründen kann man auch nachvollziehen. Wobei, da gibt es ja mittlerweile auch schon Möglichkeiten von so bengalischen Feuern, die ja angeblich nicht so ganz heiß werden, oder ja, ich bin da jetzt auch nicht so im Thema drin, aber wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, die dann wieder mal einzusetzen, ohne dass es gleich gefährlich ist für andere Beteiligten, dann fände ich das schon eine schöne Sache auf jeden Fall. Hat man beim HSV in dieser Saison einen Test gefahren, tatsächlich mit diesen in Anführungszeichen kalten Pyros und so weiter, aber das ist alles absolut nicht relevant gerade, glaube ich, weil wir müssen erstmal gucken, dass man wieder Fußballspiel mit Zuschauer im Stadion durchführen kann oder generell Sport mit Zuschauern. Deswegen, absolut nicht wirklich so das Thema gerade. Christian, ich habe noch heute Morgen, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, habe ich noch natürlich mal kurz einen Blick auf unsere Seiten geworfen, auf stuttgarterzeitung.de und stuttgarternachrichten.de und habe da ein bekanntes Gesicht entdeckt. Und der Artikel, der Autor des Artikels war es tatsächlich du. Da geht es um Tobias Pachonik, einen Rechtsverteidiger von Venlo, den der VfB offensichtlich im Visier hatte. Und da musste ich doch schon ganz schön grinsen, ehrlich gesagt, als ich den Namen las. Denn ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als der liebe Tobi bei den Stuttgarter Kickers gespielt hat. 2015, 16, da war er ausgeliehen, ein halbes Jahr vom ersten FC Nürnberg, wo er sich nicht durchsetzen konnte bei den Profis und hat bei den Kickers 15 Spiele gemacht. Zwei davon, 17 insgesamt, 15 in der ersten Mannschaft, zwei in der zweiten Mannschaft. Und ich gehe ab und an zu dem Blauen mit einem Freund von mir, der da seit Jahr und Tag hingeht, im C-Block steht, und ich kann mich noch gut erinnern, was der immer vor sich hingemurmelt hat und gebruddelt hat, als Pachonik vor ihm die Seite hoch und runter lief. Das Urteil fiel nicht so positiv aus, sagen wir es mal so. Ja, das ist ganz interessant, weil auf diesem Zettelchen, wo ich immer schön fleißig abhake, da habe ich nämlich den Bullet Point hingeschrieben, Einschätzung Philipp Meisel, Klammer, Hihi, Klammer zu. Um das vielleicht, um euch da draußen auch nochmal alle ins Boot zu holen. Es geht um das Gerücht, das aus den Niederlanden kommt. Also wir waren jetzt vorhin in den vergangenen Minuten einmal kurz in Polen, wir waren in Mazedonien, jetzt sind wir in den Niederlanden. Tobias Pachonik, derzeit in Diensten der VVV Venlo, das ist der derzeit Tabellen 13. der ersten niederländischen Liga. Rechtsverteidiger soll eben niederländischen Medienberichten zufolge im Visier des VfB Stuttgart sein, weil ja eben, das haben wir gerade auch von Heiko gehört, die Situation um Pascal Stenzel noch nicht final geklärt ist und Backups ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes sind in einem Profikader. Das heißt, Philipp, du bist mit Blick auf diese Personalie dann doch eher, sag ich mal, vorsichtig skeptisch? Nein, gar nicht. Also das wäre auch unseriös, weil die Zeit, in der Tobias bei den Blauen gespielt hat, die ist jetzt 5 oder 4,5 Jahre her. Und in 4,5 Jahren, ich glaube, da wird mir der Manu zustimmend nicken, da kann man sich dann schon weiterentwickeln als Sportler. Zumal man als ganz junger Kerl zum ersten Mal irgendwie aus seinem NLZ rauskommt. Der war U19, U20 Nationalspieler für Deutschland, kommt dann zu den Blauen. Es hat halt nicht funktioniert. Danach war er bei Schalke 2, war in Carpi in Italien und jetzt eben hat er es von dort, den Sprung in die erste Liga Hollands geschafft. Also ich glaube schon, dass er sich da deutlich weiterentwickelt hat, und Venlo ist ja grundsätzlich mal kein schlechtes Pflaster. Dieser Club ist eigentlich seit Jahr und Tag bekannt dafür, Spieler gut entwickeln zu können. Insofern mag ich das natürlich nicht seriös einschätzen. Ich musste nur grinsen einfach, weil ich mich an den Abby heißt der Freund, weil ich mich sehr gut an seine
an seine Runs auf dem C-Block auf der Stehtribüne erinnern kann, wenn man, der hat den rechten Fuß auf, muss das mit umfällt und solche Sachen, ja. Also das war halt der klassische Zuschauer, der halt meckert auf der Tribüne. Der Abby hat das sehr gut gemacht immer. Da musste ich sofort dran denken, als ich den Namen gelesen habe. Deswegen. Ja, aber man muss ja schon sagen, dass Spieler immer wieder, also es ist ja in allen Sportarten so, dann nach einem Tapetenwechsel oder andere Trainer, anderes Umfeld, dann ganz andere Leistungen auf einmal abrufen können. Also das ist ja schon ein Fakt, dass man dann teilweise doch sein wahres Gesicht oder seine eigentliche Leistung abrufen kann, wenn das Umfeld entsprechend passt oder vielleicht auch wenn die generelle Leistung der Mannschaft besser ist. Also man passt sich ja dann irgendwo auch ein Stück weit an das Niveau der Mitspieler und so weiter. Vollkommen richtig, und man muss auch einfach immer sehen, also jeder Sportler, ob es jetzt Amateursportler ist oder ein Profi wie du, Manu, der weiß, dass man sich über die Jahre hinweg einfach entwickelt. Die beste Zeit ist ja manchmal halt erst ab Mitte 20. In dem Alter ist der Pachonik jetzt. Ich erinnere da immer wieder gerne an so die klassische Spätstarter. Miro Klose fällt mir da spontan ein, ja, der mit Anfang 20 irgendwo in der Landesliga gegurkt hat. Oder mein Lieblingsbeispiel, Christian, da wirst du jetzt wahrscheinlich wissend grinsen, ehemaliger kroatischer Nationalspieler Dado Brjo. Ja, natürlich. Der hat mit Mitte 20 war der Automechaniker irgendwo in Südfrankreich, ja, und hat's dann plötzlich hat er beim AS Monaco gespielt und dann später im Europapokal Halbfinale, glaube ich, war es 4 Buden gemacht, ja. Also wobei man ja schon sagen muss, dass es solche Märchen leider heutzutage seltener gibt, weil einfach ja durch die ganzen Leistungszentren etc. werden die Spieler natürlich schon in jungen Jahren ganz anders gefördert, und jeder, der ein bisschen Talent hat, wird da, glaube ich, direkt mal getestet, ob er vielleicht nicht zu höheren Berufen ist. Deswegen ist es natürlich schon relativ unwahrscheinlich, dass jemand ganz aus dem Fokus dann auf einmal noch Profifußballer wird. Also das, glaube ich, ist heutzutage unrealistisch. Aber er war ja, also über den Herrn, den er jetzt gesprochen hat, der war ja auch entsprechend gut in der Jugend. Deswegen. Ja, ja, klar. Ich jetzt persönlich nicht, aber. Und bei, also es ist zum Beispiel auch so, Pachonik ist jetzt 25 mittlerweile, also genau das, was du, Philipp, gerade angesprochen hast, das ist fast wie Tag und Nacht, was die Jahreszahl angeht, also 25, und wenn man sich die Leistungsdaten anschaut, hat eben in der Eredivisie bisher alle 26 Partien für Venlo bestritten und als Rechtsverteidiger dabei auch ein Tor, 3 Assists auf der Abendseite, also das klingt alles doch nach sehr, sehr viel Konstanz. Manu, was war denn rückblickend auf deine Jahre als Handballprofi? Sind das auch so die Jahre gewesen, die dich am meisten prägen oder wo du dich am meisten entwickeln kannst? So gerade so zwischen 20 und 25, wie würdest du das sehen? Weiß nicht, ob am meisten entwickeln. Also ich bin mit 20 damals zu Göppingen gekommen. Die ersten 2 Jahre, würde ich mal sagen, habe ich das schon gebraucht, um auch richtig Fuß zu fassen. Also ich hatte trotz allem Glück, dass für mich persönlich jetzt auf meiner Position hat sich mein damaliger Mitspieler leider verletzt gehabt. Das war dann für meine Entwicklung natürlich positiv, weil ich einfach früh viel spielen durfte. Ich denke, immer auf dem Feld kann man sich am besten entwickeln, indem man sich mit den anderen Spielern messen kann. Und das war für meine Entwicklung dann mit Sicherheit gut. Ja, und wahrscheinlich ist schon so, dass man dann mit Mitte 20 dann so richtig, bin ich dann auch richtig in der Liga angekommen. Und aber ja, also da gibt es, denke ich, auch unterschiedliche Entwicklungsstufen. Also manche sind vielleicht schon mit Anfang 20 direkt Leistungsträger, manche erst ein bisschen später, manche starten ganz spät durch. Also ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie schnell man dann tatsächlich auch von seinem Trainer Verantwortung bekommt und wie schnell man wirklich spielt. Also ich bin schon der Meinung, dass die Spielpraxis oft das Entscheidende ist. Also klar, im Training mit anderen zu messen, ist auch wichtig, mit besseren zu messen. Man kann da mit Sicherheit auch viel lernen, aber ich wundere mich dann schon auch immer, wenn richtig talentierte Spieler zu früh zu irgendwelchen Top-Clubs gehen, wo sie dann keine Einsatzzeiten bekommen. Weil ich glaube, so richtig entwickelt man sich nur auf dem Spielfeld und wenn man tatsächlich dann, wenn es drauf ankommt, auch auf dem Feld steht. Wie wichtig sind denn in so einer bei dieser Sache einfach auch die älteren Spieler, an denen man ein bisschen, oder zu denen man ein bisschen hochguckt, an denen man sich ein bisschen aufhängen kann? Du kannst dich jetzt mittlerweile in beide Situationen reinversetzen. Wer waren denn so die Spieler, als du 20, 22 warst, zu denen du aufgeschaut hast, und kannst du das mittlerweile auch, dieses Wissen, das du dir jetzt angeeignet hast, über die Jahre eben so weitergeben?
Ja, ich denke schon. Also für mich war damals, glaube ich, der war zwar nicht gleich zu Beginn, als ich nach Göppingen gekommen bin, da, aber kurze Zeit später ist damals der hieß Dalibor Anušić, kroatischer Nationalspieler, der auch einen wichtigen Part oder einen sehr wichtigen Part in der Abwehr hatte. Das war quasi zum damaligen Zeitpunkt unser Abwehrchef und ja, der hat mir da schon sehr viel beigebracht. Also da konnte ich dann schon mir einige Dinge anschauen und dann quasi auch übernehmen für den Zeitpunkt, als er dann nicht mehr dabei war und ich so ein bisschen in seine Rolle geschlüpft bin. Und klar, da kann man sich schon ja anfangs vielleicht ein Stück weit hinter verstecken und ein paar Dinge lernen und dann nach und nach aus dem Schatten treten. Also ich glaube, das ist in jeder Sportart und für jeden Spieler wichtig, dass man da jemand hat, auf den man ein bisschen aufschauen kann, von dem man sich einige Dinge angucken kann, der einen vielleicht auch so ein bisschen an die Hand nimmt. Und ja, ich glaube, das ist immer wichtig, dass man da jemand hat, wo man sich dran orientieren kann. Den Namen kenne sogar ich, Dalibor Anušić. Und ich habe es wirklich nicht so sehr mit Handball, aber an den kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Wie ist das heute jetzt, Manu? Beim TVB hattest du da diese junge Generation Spieler mit 19, 20? Nehmen die das überhaupt noch so an, so wie du früher? Oder sagen sie, guck mal den an hier, Opa erzählt vom Krieg, was will mir der Spät hier eigentlich noch beibringen? Ich kann doch schon alles, ich spiele Handball-Bundesliga. Ja, in Summe ist es tatsächlich so, dass vielleicht die Hierarchieebenen alle ein bisschen abgeflachter sind, als es noch früher war. Also ich glaube, es hat sich alles so ein bisschen verwässert, was auch teilweise gut ist, wenn ganz junge Spieler schon früher auch Verantwortung übernehmen. Aber es gibt nach wie vor natürlich noch so, also jetzt gerade in Stuttgart ist so der Fall, da haben wir den Samuel Rüttlisberger aus der Schweiz, der jetzt in jungen Jahren hier in die Bundesliga gewechselt ist, der auch auf meiner Position spielt und der sehr, sehr talentiert ist und auch ja, sich weiterentwickeln möchte und da was sehr wissbegierig ist. Und ich glaube, dass ich ihm schon das eine oder andere beibringen konnte mit meiner Erfahrung oder ihm da weiterhelfen konnte. Wir haben sehr oft auch zusammen im Abwehrzentrum gedeckt. Und er ist auch derjenige, der jetzt, wenn ich ab der kommenden Saison nicht mehr in Stuttgart bin, so ein bisschen in meine Rolle reinschlüpfen soll. Klar, er ist noch extrem jung, kann jetzt nicht die Erfahrung haben, aber auf lange Sicht kann er, denke ich, die Rolle schon übernehmen. Ob es jetzt direkt dafür reicht, muss man dann sehen. Ja, aber ich habe mit ihm immer sehr gern zusammengespielt, weil er ein sehr, sehr guter, talentierter, ja, sympathischer Mann ist. Samuel Rüttlisberg, aber weder verwandt noch verschwägert mit dem Quarterback der Pittsburgh Steelers, oder? Habe ich zumindest bis dato noch nicht gehört, deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht ist. Alles klar. Philipp, ich Ich glaube, glaube, wir wir haben da müssen noch noch einen Jingle eine abfahren, Kategorie. Christian. Ja, das glaube ich auch. Wir haben da noch etwas, was wir mit unserem Gast vorhaben. Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka. Ja, Manu, auch du kommst trotz deines zweiten Besuchs bei uns im Podcast nicht um das Tiki-Taka rum. Wir haben uns noch mal ein paar Fragen für dich ausgedacht. Also mit zwei Antwortmöglichkeiten bitten dich für eine der Möglichkeiten zu entscheiden und im Idealfall auch noch zu begründen, warum du dich denn dafür entschieden hast. Wir starten einfach mal voll in deinem Business und rückblickend auch auf deine lange Bundesliga-Karriere. Prominente Teamgefährten, Kraus oder Zeitz? Würde ich Kraus sagen, allein aufgrund dessen, weil ich natürlich deutlich länger mit ihm zusammengespielt habe und er ja auch aufgrund seiner Aktivitäten in den Social Media Bereichen schon deutlich bekannter ist, denke ich, als auch Christian Zeitz. Und ja, deswegen Kraus, weil ich lang mit ihm zusammengespielt bin und auch nach wie vor gut mit ihm befreundet bin. Wunderbar. Nächste Kategorie, Manu, Start der Grillsaison. Elektro oder Holzkohle? Weder noch Gasgrill. Nee, tatsächlich muss ich sagen, also Holz für den Geschmack auch oft sehr gut, aber auch jetzt mit zwei kleinen Kindern, die wenig Geduld haben, bevorzuge ich dann den Gasgrill, weil der einfach schneller bereit ist und man schneller essen kann. Und ja, wenn es die Zeit hergibt, gerne Holz, ansonsten Gas. Ich merke absolut, Manuel Späth ist Pragmatiker. Ja, großartig. Letzte Kategorie, historische 2:1-Siege des VfB Stuttgart. Man United oder Cottbus? Oh, schwer. Also, ja, gut, ich würde jetzt mal Cottbus sagen, einfach allein, weil danach die Meisterschaft bejubelt werden konnte. Natürlich ein Wahnsinnserfolg damals gegen Manchester United, aber
es war ein schöner Sieg, aber hatte jetzt letztlich nicht diese Auswirkungen wie das 2-1 gegen Cottbus. Deswegen würde ich mich da für den 2-1-Sieg gegen Cottbus entscheiden. Hätte ich mich jetzt genau andersrum entschieden. Okay. Ja? Ja. Ja. Weil, also das ist ja das ist natürlich Manus Meinung vollkommen legitim, aber ich glaube, viele VfB-Fans, wenn du sie fragst, was war das entscheidende Spiel zum Titel 2-7, dann war es Bochum. Ja, also die Woche davor irgendwo. Okay. Natürlich hast du es gegen Cottbus nach Hause gebracht, klar. Ja, aber Manchester United, dieses Spiel in der Stuttgarter Arena, ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern, wo wirklich über 90 Minuten der vollkommene Ausnahmezustand geherrscht hat. Auf den Tribünen, niemand ist gesessen, ja, dann spielst du mit so einer Truppe voller junger Hunde diese Giganten von der Insel einfach an die Wand zu Hause, so, dass ich glaube, also, und andersrum, für mich persönlich tatsächlich, ich hätte mich einfach anders entschieden, weil ich glaube, das Spiel gegen Manchester war, ja, irgendwo bedeutsamer für die Anhängerschaft. Ja, ich muss ja tatsächlich, also ich habe das Spiel auch gesehen, leider nicht im Stadion. Ich glaube, das Spiel an sich war natürlich ein ganz anderes Niveau. Also das war absolute Weltklasse. Ja. Mir ging es bei meiner Entscheidung eher so um die Wirkung des Sieges, Tragweite. Ja, oder um die. Na, ja, aber es ist ja. Schwierig. Halt mal fest, schwere Frage. Jawohl, sehr schön. Einigen uns auf Unentschieden. Sehr schön, gut. So machen wir das, ja. Die Chancen stehen 50-50, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Ah, sehr schönes Zitat. 100% hat aber Manu spät geschafft. Manu, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wahrscheinlich kommen demnächst deine drei Mädels auch wieder nach Hause. Deswegen machen wir jetzt lieber Schluss an der Stelle. Er muss die Grill anwerfen jetzt. Ja. Den Gasgrill. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Ja, mir hat es total viel Spaß gemacht. Also, und ja, jetzt, wo das so super auch über Laptop funktioniert, falls ich dann doch ins Ausland wechseln sollte, können wir das ja dann gern mal wieder wiederholen auf diesem Weg. Sehr gerne. Sag doch einfach, dass es nach Frankreich geht, Manu. Ist doch gar nicht so schwer. Nee. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Es wird doch auf jeden Fall auch Fußball gespielt. Also. Ja, sehr gut. Gut, also Manuel Spät, dann kommende Saison in der weißrussischen Handballliga. Wir freuen uns darauf. Es wird schon eine schöne Destination werden. Wir wünschen dir dabei ganz, ganz viel Glück und viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Und die Einladung nehmen wir sehr, sehr gerne an aufgrund der Möglichkeiten. Das machen wir dann auf jeden Fall, Philipp. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Super. Sehr gut, freue ich mich schon drauf, ja. Wir schicken euch schöne Grüße, wünschen euch eine schöne Woche und dann sicherlich in der kommenden Woche, dann in der nächsten Ausgabe der 109. des Podcasts, dann mit allem dem, was man wissen muss, rund um die Fortsetzung des Spielbetriebs in Bundesliga und zweiter Liga. Bis dahin. Ciao. Gut, ciao. Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.